Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Tan Company. Was sagt der Stevo jetzt nochmal? Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel der Tan Company. Was sagt der Bernd jetzt nochmal? Also, wo geht's heute hin? Okay, Google. Navigieren zu Blackout Airsoft. Wir fahren heute in die Niederlande, machen eine neue Geländevorstellung und zwar diesmal auf Blackout. Dort war noch keiner von uns. Wir haben also noch überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet. Wir haben uns im Vorfeld auch nicht wirklich darüber informiert. Einzige, was wir wohl wissen, ist, dass es auf dem Spielfeld relativ dunkel vonstatten geht. Das ist eine Airsoft-Halle. Mit sehr viel Lichtsteuerung, das haben wir mitgekriegt, aber was sonst da alles passiert, wissen wir noch nicht. Wir versuchen dementsprechend auch ein paar Spielevideos aufzunehmen, aber wie gesagt, Lichtverhältnisse sind wohl nicht die besten, müssen wir mal gucken, ob die Aufnahmen was werden. Hier ist 60. Ja. Zone. 60. Wie denn? Mit Drift. Da Blackout. Da sind so Leute. So, wir sind jetzt hier bei Blackout in der Wartezone bzw. vorne an der Kasse. Vorne ist die Kasse da. Dann kommst du da rein. Und da ist der Airsoft Togo Shop. Und da vorne sind die Sitzmöglichkeiten. Zeigen wir euch gleich aber noch. Wir sind heute mit 20 Mann, habe ich gerade erfahren. Das soll wohl gut klappen. Also bei 30 Mann wird es schon arschknapp, aber 20 Mann sollte passen. Steven! Hallo. Was sagst du? Der ist sexy. Also der Eingang ist... hat was. Ist wirklich schick. Ist cool. Man sieht ein bisschen was vom Spielfeld schon. Bin mal gespannt, wie das gleich richtig aussieht. Wenn du mal die ganze Pracht davon siehst. Aber ich glaube, es wird heute ein arschgeiler Tag. Ege! Hallo. Du hältst die Kamera schräg, das verwirrt mich. Ja, fast gerade. Warte, ich mach einfach. Jetzt sind wir gerade. Ja, also tatsächlich ist hier schön Design. Man erwartet kein Airsoft-Spielfeld. Das sieht eher aus wie so ein Restaurant oder eine Bar. Ne? Es riecht sehr, sehr neu hier drin, obwohl der Laden ja gar nicht mehr so neu ist. Aber wir haben es jetzt erst geschafft. Irgendwann lernt der Dean auch, dass er versucht, meinen ganzen Kopf zu filmen. Und nicht nur immer so ab hier. Das ist sehr schön. Man sieht auch meine Haarpracht nicht. Die habe ich mich heute nicht gekämmt. Also auch nicht schlimm, weil ich habe auch heute keinen Helm auf. Wir spielen mich heute, halte ich fest, mit Paintball-Masken. Weil der Dean jetzt voll auf Speedsoft steht. Ja, der Dean hat Spaß am Speedsoft, tut mir leid. Dean ist jetzt ein Speedsofter. Gar nichts durch die Kamera. Okay, 3, 2, 1, los! Roland! Alter! Okay.
Ah, oh, Idiot! Idiot! Egal. Sorry, my friend. Hallo! Ich krieg keine Luft mehr. Ja, aber seh ich. Einen rein, einen raus. Fuck, von da hinten, ne? Ach, Scheiße. Kommt der her, ey. Kann doch nicht. Roland? Wie sieht's aus hier? Los, 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 die haben uns schon überrannt hier. Was ist das?
Okay. Gegenüberliegende Seite ist weg. Okay. Wo ist die Fahne? Siehst du ihn? Wo ist die Fahne? Hit! Magazin? Magazin? Anderen. Das kann vom Sibo sein. Der hat sich die Dinger gekauft. So, erste Runde gezockt. Hat echt Bock gemacht bis jetzt. Also das Gelände habt ihr jetzt gerade gesehen, habe ich euch jetzt gerade eingeblendet, beziehungsweise ihr habt das Video gesehen. Jetzt muss ich die Kamera gerade mal laden, die ist jetzt hier drin. Das heißt, nächstes Game ist ohne und danach werde ich wieder filmen. Dann zeige ich euch noch mal ein bisschen anders. Die haben gesagt, die haben verschiedene Szenarien und die werden auch Stück für Stück durchgespielt. Da sind wir mal gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, das Video ist was geworden, dass ihr überhaupt ein bisschen was einen Eindruck davon haben könnt, wie das hier überhaupt aussieht. Ja. Wie ist das? Ja, also es macht Spaß. Ich bin im definitiven Nachteil mit Low Caps. Ich hab, wenn ich alle Max spiele, habe ich 360 Basement. Das haben halt die anderen im einen Magazin. Ich war in der Runde, ich schieße normalerweise nicht viel, war nach 10 Minuten gleich leer. Du triffst hier halt alle 5 Meter auf Gegenspieler. Und dann lief das erstmal fest. Aber 5er, Semi-Only, rockt auf jeden Fall. Ne? Du musst halt keinen Abstand einhalten. Ist fast wie Speed Cutie. Sebo, was für ein Spielmodus haben wir gerade gespielt? Irgendwas mit Cash. Also du musst quasi so Cashbeutel, so eingeschweißte Kohle, auf dem ganzen Spielfeld verteilt, musst du dir schnappen, sackst sie ein, darfst einen Beutel tragen und läufst dann zurück in den Sport und sammelst das. Ja, das war ziemlich awesome. Das war ganz schön geil. Alright, the score for the last game for Team Red managed to pull together $50,000. Team Blue managed to pull together $300,000. Hey! Nice. Small battery. Sorry. Small battery. So you guys are buying, right? Okay. I hope you are hungry because lunch will be served out in a couple of minutes, so we're gonna have the longer break. I'm gonna try to be back here at 2:15. Thanks. All right? Yeah, go ahead. Awesome. All right, defenders ready? Yes. Attackers, are you ready? Left man!
sorry! Scheiße! Tut mir leid! Hi! Oh nein! Ist okay! Ist okay! Der war fies! Schöne Sache! Aber trotzdem. Ja, jetzt habt ihr alle. Hallo. Ja. Alter, ich habe kaum noch Munition. Bin so im Arsch gerade. Jetzt schon, oder was? Scheiße. Ne, ihr müsst noch unten warten. Sorry. Wollte schon sagen. Ich gehe nach hinten, ich muss kurz munitionieren. Oh, Entschuldigung, der Hund ist da. Wir spielen Scrabble. Schnauze, Hundi! Ich muss nachladen. Ansonsten musst du alles wieder in Magazin rausholen, ne? Wie? Rausholen? Ja. Keine geladenen Wrigley Gas. Aber ich muss auf jeden Fall nachladen. Okay, dann kommst du links. Okay, ich bin nicht. Ich brauche immer meine extra Wurst hier. Ja, am Anfang wird nichts passieren. Durch, linke Flanke. Linke Seite, Roland. Linke Seite, hinten durch. Benedikt! Komm! Warte. Wo bist du? Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Geht das, Roland? Geht das? So, einer ist ganz hinten in den hellen Raum, ganz hinten rechts. Einer ist da auf die Seite. Einer ist weg. Okay.
Hast du jetzt Gerät auf dem Raum? Der Hund ist nicht weiter. Ja. Okay, ein bisschen weiter vor. Denkt an die rechte Seite hier vorne. Okay, gehst du in die rechte Seite rein? Hast du die Räume hier vorne alle clean? Hier sauber. Okay. Ich meine hier hinter uns. Die waren clean. Alle? Da dürfen die ja gar nicht sein. Doch. Komm. Okay, Death Rack. Wie viel haben wir jetzt? 2, 3. Ach, vor! Ach so. Medic! 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann war's das, ja? Dann war's das? Okay, nächste Etage. Was, wenn der Medic? Ihr könnt mich wiederbeleben mit 10 Sekunden, ne? Okay. Nee. Musst du Bescheid geben? Nee, geht direkt los, ne? Nein, wir müssen auch auf ihn warten. Da sagt ja. Doch, der hat doch gesagt eben. Ja? Medic? Einen habe ich schon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das tut mir echt leid. Lass mich zum Bernd. Ja, sicherlich vom Bernd. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, geradeaus durch, Vorsicht. Rechte, linke Seite. Ja. Geradeaus durch. Gut, das war echt, Entschuldigung. Oh nein! Ich hab gegen den Spiegel geschossen! Sani! Wo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los! Mach weg die Scheiße. Das ist durchgehend hier, ne? Ja. Also der ist ja vorhin gewesen. Hey! Okay. Oben ist gut. Einer muss noch, oder? Ja, die Hände geht's noch weiter. Okay, vorsichtig. Hier rechts rum. Hier hinter ist der. Rechts, rechts dahinter. 100 Pro ist der da irgendwo drin. 1,
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, ich habe ihn gesehen, am Fenster. Oben oder hinten? In dem kleinen Fenster, was draußen steht. Wer ist das halt mit dem Spell? Da ist doch noch einer. Das ist Stevo. Das ist Stevo. Stevo? Das ist Stevo. Ich bin hier unten. Ist der oben? Der war eben oben. Wie kommt man denn da hoch? Ach Leute! Hier, Seil! Hier, Seil! Hier drauf? Das war's, wa? Ja? Raus oder was? Okay, Ende. Bang, gib mir das Teamband. Er kann sein Band jetzt behalten. Warte. Da hast du ein Teamband. Ja, hatte. Hier hast du. Ach, da ist eine Treppe. Ich schau da dran vorbei. Wo ist die Treppe? Hier ist die Treppe. Deswegen haben sie vorbeigelaufen bei dem. Was da? Schweinehunde! Da kannst du halt. Da ist eine Sportschranke, da kannst du runter und das ist so geil hier. Das ist echt geil. Was kann man hier machen, wenn man jetzt keine Waffe und Ausrüstung hat? Dann nimmst du dir dieses schmucke Stück, was undefinierbar ist, ein bisschen futuristisch. Futuristisch? Futuristisch. Gibt's vorne 49 Euro ab, dann bekommst du dieses Biest. Die werden die Mumpeln gestellt, das Ding ist betriebsbereit und du hast den ganzen Tag deinen Spaß auf dem Spielfeld. Also da ist der Eintritt schon mit drin. Für 49 Euro ist... Overall. Overall dazu eine Weste und... Und eine Meshmaske, genau, Gittermaske plus Brille. Ja, ja. Das ist geil. Krass. Was auch immer es ist. Awesome Fischgarn. Ein paar. Ja. Stimmt. Man kann hier hinkommen, ohne dass man eine Waffe hat. Oh ja, das kann man tun. Wie gesagt, 49 Euro gibst du vorne ab, ne? Wichtiges NABV-Zettel dabei, Ausweis dabei, den NABV-Zettel in mehrfacher Ausführung. Zweifach, ne, damit ihr einen wieder mit nach Hause nehmen könnt, weil einer bleibt hier vor Ort. So, dann habt ihr für 49 Euro den ganzen Tag Spaß, kriegt eine Leihwaffe, alles andere wurde ja gerade aufgezählt. Könnt im Dschungel spielen. Es ist gar nicht mehr das Equipment zu kaufen. Wenn du jetzt mal überlegst, wir haben jetzt 27,50 bezahlt, das ist jetzt die Hälfte, ein bisschen mehr. Das ist ja schon krass, wenn ich überlege, was du bei anderen Veranstaltern bezahlt. Da hast du so eine sexy Fischgarn dann, ne? Ja gut, das ist weißt jetzt, du, wie die läuft? Nee, du weißt nicht, wie die läuft. Aber für jemanden, der es einfach mal ausprobieren will, ist das topper. Es ist ein Top-Leistungsverhältnis. Also ja, im Prinzip Preis-Leistungsverhältnis. Da kannst du ja nicht mal Paintball, nee, Quatsch. Lasertag spielen. Nee. Stimmt. Und das Gelände find ich bietet sich an, um es mal auszuprobieren. Es ist Indoor, also wetterunabhängig. Ne? Wenn es mal draußen regnet, kann man durchaus hier hinfahren. Muss man auszuprobieren, mal zwei verschiedene Bereiche. Der CQB-Bereich ist jetzt nicht unbedingt was für Anfänger, aber der Regenwald oder der Dschungel, da kann jeder spielen. Wird hier auch angeboten, hier finden Junggesellenabschiede bei. Vorne der Barbereich, den ihr nachher sehen werdet. Richtig schöne Männer-Lounge. Sehr leckeres, alkoholfreies Rollschradler. Ja? Und alles zu humanen Preisen. Fuck, ist der geil. Ist das für ein Privatskirm? Übung, ja. Also kein Skirm, sondern einfach mal filmen. Hier ist das Modell. Dann haben wir hier das Modell davon. So sieht's von oben aus. Ja, tatsächlich, genau. Hier ist unser Hier war der Spawn. Erste Spawn von uns. Hier ist ein Tunnelsystem mit einem Bunkerröhrchen. Also es ist fast... Fast richtig. Ja, fast richtig. Hier ist eine Brücke. Dann ist da der andere Spawn. Genau, hier ist der Tümpel. Hier genau, hat hier ist das Flugzeug. Hingelegt. Ah krass, ey, das sieht cool. Echt gut aus. Ne. Nein. Ja. Geil. Ah, Hit. Da hab ich doch was getroffen. Das ist stark. Don't drink and drive, ne? Sag mal, dass es 0-0 ist. Geil. Wie gut! Yay! Schrotflinte! Hey, du gehst nicht vor und vor! Nein, yes! Und weiter geht's! Roland, du hast ihn getroffen! Nein. Oh nein, er schießt weiter! Nein!
Ist das der andere schießt! Und so, ja! Magazinwechsel! Ey, das ist so durch. Der haut ab! Roland, der haut ab! Der nächste kommt! Komisch, die Tür ist wieder offen. Oh nein, der haut ab! Oh, 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 oh mein Weg! Ey, das ist geil. Also, ich fand gut, wie der Polizist getroffen wurde. Ah! Oh. Ich bin getroffen! Sehr geil. Und da hinten ist noch? Ja, was ist? Es gibt hier noch. Ah, okay. Hier kannst du auf Karten schießen. Ja, ja. Früher konntest du ja Squash spielen. Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist ein Squash. Stimmt, ja. Und hier ist noch Lagerfläche. Ja, das ist. Lagerfläche. Hier noch. Oh, hier ist weiter. Ja. Was wir hier machen, das sind spezielle Trainingskurs. Und das machen wir zusammen mit ein paar Jungs von den Special Forces. Und das machen wir. Okay, cool. Hier ist auch ein ganz anderes Klima, ne? Ja, wegen Fallschirm. Wegen Fallschirm. Das sieht man leider nicht. Schade. Ja. Aber das ist ja wie ein Dojo, ne? Ja, ja, klar. Kannst ein bisschen boxen. Aber das ist noch nicht fertig so. Das ist auch, wenn man hier mit dem Plastikschild übt, ne, im realen Leben, das Schild hat 18 Kilo. Ja. Und wenn du mit 18 Kilo drei Taschen hochgelaufen bist, schießt doch nicht so zielsicher. Nee. Ich mach das einfach alles nochmal von neu. Aber mich juckt's gerade.